Schwarzeichenholz Treppen. Wisst ihr was? Die tun wir jetzt erstmal mit bei dem Schwarzeichenholz-Dings mit rein. Tun wir hier unten rein. So. Was hatten wir noch da drin? Den Ofen, Leder, braune Wolle, weiße Wolle. Glas. Jucke und Glas. So, ich trinke noch mal einen Schluck. So. Und dann machen wir jetzt das Stück ja fertig. Jetzt komm. Ey. Oder machen wir jetzt die Kisten? Die fehlen natürlich auch noch. Wir machen jetzt erstmal hier. Damit wir mehr ein bisschen mehr Platz hier haben, um jetzt bald mal die Felder. Wie gesagt, die Felder wollen wir mal machen. So. Ja, da. Oh, da ist wieder Kohle. Kohle. So. Aber ist auch schön, da haben wir schon mal wieder ein bisschen Eisen so gesammelt. Weil dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen beruhigter hier weiterarbeiten. Aber wenn das uns fehlt, das wäre scheiße Eisen. Ich habe keinen Bock wieder auf Steine oder so umsteigen zu müssen. Ich würde mich aber mal auf Diamant so langsam freuen. Jo, komm. Ne, wir sind noch relativ am Anfang. Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht weggenommen hatte da, aber egal. Boah, den Pilz, ne? Den nehmen wir jetzt auch bald weg. Der ist so hässlich. Der ist so hässlich wie ich, wenn ich morgens im Spiegel gucke. Nee, aber der geht gar nicht. Der passt hier überhaupt nicht rein. Aber welchen wir vielleicht stehen lassen, da gucken wir mal, was wir da überlegen. Da hinten drin ist ja irgendwo dieser. Wie kann ich denn zoomen? Ist ja eine Pilz da. Der rot-weiße Fliegenpilz oder was das ist, genau. Nee, du bleibst noch mal zu. Die Planung mache ich, mein Freund. So. Jetzt kommen wir den Stein hier raus. Ich will erstmal eine vernünftige gerade Fläche haben. Die erste Schaufel ist hier schon fast wieder kaputt. Da stehe ich drauf. Nein. Ich mache euch keine Angst. Nein, nein. So, nehmen wir die nächste Schicht erstmal bis hier weg. Wir arbeiten uns ganz langsam ran. Sind ja auch erstmal wenig Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, ne? So viel ist halt nicht, was wir jetzt aufgenommen hatten. So. Dann versuchen wir mal hier alles rauszunehmen. Und dann machen wir noch den Rest Erde hier weg. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Noch den Stein. Boah, wir haben so viel Boden noch auszubessern, ne? Hey, aber guck mal. Es ist schon mal alles grün hier, was wir vorhin gemacht haben. Ach man, warum. Ach Leute, ey, dieses scheiß Kabel, ne? So, da muss ich ja jetzt einfach mal ansprechen. Nee, also da werde ich mir auch noch was einfallen lassen. Ich werde mir in der nächsten Zeit vielleicht irgendwann mal ein kabelloses Headset holen. Also das ist echt der Hammer, ey. Es geht mir so auf den Geist mit dem Kabel. So. Oh, ne, wir wollten noch. Ach, jetzt machen wir das auch noch eben weg und alles gut. Ja, Boden haben wir noch viel auszubessern. Ja. Aber wir haben ja gleich schon mal ein ganzes Stückchen geschafft.
Jetzt nehmen wir noch das weg. Mein Gott. Ja. Habe ich da hinten irgendwo eine Linie gezogen? Jetzt machen wir nochmal hoppala. Ja, wir müssen uns halt eigentlich gleich mal angucken, wie das hier aussieht. So, das Stück nehmen wir auf jeden Fall mal noch weg und dann gucken wir gleich mal, wie weit wir schon sind. So, 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 so. Baby. Guck mal, das Pferd, ne Leute, das fühlt sich auch wohl hier. Das hat Spaß. Es wäre mal schön, wenn wir mal ein bisschen mehr Schafe oder so bei uns in der Nähe hätten. Aber ich will, wie gesagt, ein Weizenfeld, damit wir jetzt endlich bald mal mit den Vögeln da drüben handeln können. Das möchte ich auf jeden Fall haben. So, 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 so. Da haben wir schon die erste Schaufel wieder hinüber. So. Und wie gesagt, bei Bauvorschlägen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Egal was. Und wenn es eine Moschee oder eine Kirche oder sonst was ist. Ja, okay, es soll schon ein bisschen hier reinpassen, ne? Also. Na, es soll schön aussehen und es soll auch nicht ein ewig langes Projekt sein. Also es kann ruhig mal über Monate oder so gehen. Oder über Folgen, über so 10, 20 Folgen, aber ja, am besten nicht irgendwie jetzt irgendwie sagen, bau mal SpongeBob oder so, weil ich finde, sowas gehört hier nicht rein. Na, einfach was Schönes, so wie eine Mühle oder ja, sowas in der Richtung. Oder wie jetzt der Tunnel zu einem anderen Dorf, finde ich. Eine sehr geile Idee auf jeden Fall. So, wie viel haben wir denn jetzt hier weggeschafft schon? Komm, so viel ist halt nicht mehr. Der Boden, das wird nochmal eine lustige Aktion, glaube ich. Machen wir schon mal ein bisschen Boden? Nein. Boah, guckt euch das an. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache Arbeitsfeierabend. Nein. Wir werden auf jeden Fall schon mal die Grenze jetzt hier auswechseln. Und dann denke ich mal, dass wir wirklich erstmal Schluss machen. Weil ich ja, wie gesagt, habe, wenn ich jetzt frei habe ab Donnerstag, möchte ich gerne, dann wenn das Mikrofon bis dahin da ist, mit dem neuen Mikrofon aufnehmen. Ja, da sage ich nicht nein. Die nehme ich jetzt auch direkt mit. Und dann wechseln wir schon mal hier den Boden aus. Ah, da hinten war auch Kohle, guck mal. Hätten wir doch vorhin gar keinen Höhlenbesuch machen müssen. Kohle haben wir doch genug. So. So, so. Ach so. Ne, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nein, ich wollte sagen, wir haben ja bald fast 200 Abonnenten erreicht. Und ihr wisst schon, dass es dann wieder ein Gewinnspiel gibt. Also sagt schon mal euren Freunden Bescheid. Könnt mich gerne abonnieren. Aber es werden erst dann die Leute bevorzugt, die schon länger auf meinem Kanal sind. Ne? Also ne, nur mich abonnieren wegen dem Gewinnspiel. Sowas finde ich echt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Weil ich habe nämlich zwei Auna-Mikrofone bestellt. Und eins soll nämlich schon für die Verlosung da sein. Also, wenn ihr Interesse habt, denkt dran, macht bei dem Gewinnspiel da mit, wenn das rauskommt. Nämlich, es gibt ein Auna-Mikrofon. So. So, ich bin ein bisschen müde, ne? Aber, egal. Wir nehmen jetzt auch alles mit. Zu der Kohle sage ich ganz sicherlich nicht nein. Boah, das waren jetzt aber auch schon wieder ein bisschen Blöcke, ne? Wie viel Kohle haben wir jetzt schon wieder? 39. Mhm. Ja, machen wir jetzt hier erstmal zu. Die Erde kann weg hier. Nee, hätte da bleiben. Ah, leck mich. Leck mich. Nicht. Ich möchte so, wir machen jetzt erstmal wieder alles so ein bisschen rückgängig, wie es war, halt nur mit Erde, um hinterher zu gucken, wie wir jetzt was machen wollen. So. Da haben wir schon mal wieder keine Erde mehr und das ist das, was ich meine. Die Erde geht jetzt noch so weg wie warme Semmel. Du warst da vorher auch nicht, also komm her.
So. Haben wir doch schon mal wieder was geschafft. Ja. Komm, gehen wir mal auch noch zu. Boah, das ist auch ein Riesenloch hier, ne? Guck mal, einfach abgeschnitten so. Hack, weg. Müssen wir mal. Das wäre auch geil, ne? Ab hier so den Tunnel reinbauen. Hier reingehen. Plöpp. Nein. Wir lassen uns was einfallen. Da hinten ist der Pilz, den ich meinte. Mann, ich weiß immer noch nicht, wie man ranzoomt, aber Hauptsache, ich drücke auf Aufnahme beenden. Jetzt habe ich nochmal kurz die Aufnahme gestartet, um euch natürlich nochmal kurz zu verabschieden. Oder nehmen wir uns den Pilz jetzt eben weg? Nein. Oder nehmen wir den Pilz auch eben weg? Nein. Der Pilz? Nein. Bitte jetzt, nein. Und da auch keine. So. Jetzt tun wir nochmal eben weg, was wir haben. Erde, 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 Erde. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Andesit und Granit. Andesit haben wir da oben. Dann haben wir noch die Kohle. So, mein Gott, wir haben schon Kohle, haben wir. Jetzt haben wir das Eisen, ist das schon fertig? Natürlich. 21 Barren nur. Oh mein Gott, da haben wir schon echt wieder viel auf den Kopf gehauen, ne? Aber komm, wir haben zwei. Boah, nice. So. Okay, meine Lieben. Ne, ich möchte die Folge mit euch oben beenden. Die Aufnahme-Session. Mal was anderes sehen. So, ihr Lieben, und damit verabschiede ich mich von dieser Aufnahmesession und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet und mich weiter unterstützt mit fleißigen Kommentaren, was wir als nächstes an Bauprojekten machen sollen. Und nochmal vielen lieben Dank für den ganzen Support und so weiter, was jetzt momentan alles gewesen ist. Ey, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid mich so am munter machen momentan, ne? Aber naja, wie gesagt, euer GrachTV, bis zum nächsten Mal. Ciao! Und wie gesagt, wenn ein Livestream kommt, werde ich auch nochmal Bescheid sagen. Ciao, ciao!